Chiptune, Leute, servus und herzlich willkommen zu meinem nächsten Unique Boxing Tronimel. So, das ist jetzt dieses Album, von dem ich erst dachte, Mensch, sind CDs nicht eigentlich größer? Aber nein, es gibt einen Sticker und schauen wir mal, wie der diese CD gefaltet hat, sodass sie da reinpasst. Vielleicht ist das eine dieser neuen Sony-Falt-CDs, ich weiß es ja nicht, die man so ein bisschen falten kann, dass sie in die kleineren Verpackungen reinpassen. Die limitierte Edition vom Album 1. Ah, es ist ein Flauschkissen. Und das ist dann auch schon die Sony-Zusammenfalt-CD. Dazu gibt es hier ein kleines Textbuch. Die Stücke sind natürlich binär durchnummeriert. Ach, guck mal, kann man das richtig, richtig gut lesen hier. Leute, guckt es euch an. Kann man hier auch richtig zu mitsingen. Auf Karaoke-Partys nimmt man sich dann das Büchlein mit. Kann dann schön den Text ablesen. Auf jeden Fall sehr, sehr liebevoll. Auch mit kleinen. So farbiger Schrift, das ist alles sehr, sehr. Ach Gott, oh Gott, mein Parkinson-Finger. Ja. Ja. Sehr schön auf jeden Fall. Und hier dieser schnieke Aufkleber mit einer 1 drauf, repräsentiert nochmal schön den Namen des Albums und hier nochmal die CD. So. Würde ich doch sagen, hauen wir mal rein, wa? Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass mein PC keinen E-Card-Reader hat. So, jetzt muss ich wahrscheinlich die Kamera nehmen, um damit die Karte zu lesen. Jetzt kann ich gar nicht filmen, wie ich die reinstecke. So, und alle, die sich jetzt gedacht haben, hey, Rolis, die Aktion war fürchterlich dumm, die kriegst du da doch nie wieder raus, die haben recht. Jedenfalls haben sie so ein bisschen recht, dass sie dumm war, stimmt schon. Aber dass ich die dann wieder rauskriege, das stimmt natürlich nicht. Ach, guck mal. Da ist die Abdeckkappe von meinem MP3-Player. Da ist sie ja wieder. Wir erinnern uns, wann es letztes Mal MP3-Player gab. Also die ist schon ein bisschen älter. Ja, und ich sollte mal entstauben, ich weiß. Oh, cool, Kabelbinder. Scheiße. Natürlich blöd, wenn man kein Case-Modder ist und sich mit so einem Mist auskennt. Case-Modder? Modder ist doch so Schlamm, oder? So Morass. Ich bin Case-Modder. So Dreck am Computer hat, das ist Case-Modder. Komm schon! Ja. Ja, 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 ja. Ja, da ist er wieder. So, jetzt hören wir aber mal rein. Wir sind der Fortschritt, wir sind Entwickler, Modder und Hacker, bedienen Maschinen halbautomatisch, fast wie in Traums, du selbst schon Roboter, Kontrollmechanismus, Datenfetischismus, du bist die Sucht, ohne dich geht es nicht gut. Vielleicht war es Sinclair, vielleicht aber auch Sony, komme du kriegst. Heilige Scheiße, Alter! Alter! Was ist denn passiert? Krass. Brauchst du einen Drachenlord, wieso bist du schwindelig? Wir zwei oder drei laufen den alten Schuhen schreiend und voller Wut ständig Zeichen geben, doch bleiben unbeachtet oder auch missverstanden unterwegs, kommt voll Ideen, die Fantasie auf voller Fahrt. Schlaflos durch die letzte Nacht! Wir zwei oder drei wollten. Das hier ist doch kein Zuhause. Wir wollen einfach ein Heim. Keine Wohnung auf der Lage. Ohne Aussicht auf Glück. Das ist doch kein Leben. Genug.
auszuspielen. Wie immer. Macht der Drachenlord das, ohne dass der stirbt?